So Leute, bevor die nächste Runde Mordhaus startet, möchte ich einmal ganz kurz erklären, was wir diese Session so gemacht haben. Die Session habe ich zusammen mit Kunran gespielt, es sind 2 Folgen, die diese Woche kommen. Und wenn ich mit Kunran alleine was spiele, dann ist es meistens ein bisschen ruhiger oder ja, chilliger, als wenn wir jetzt in der ganzen Gruppe spielen und irgendwelche Faxen machen. Nichtsdestotrotz sind die Runden ganz cool geworden, vor allem, wenn man sich ein klein bisschen besser auf das Spiel konzentrieren kann, sich gegebenenfalls Sachen abschauen kann, Fehler ausmerzen kann und so weiter und so fort. Wer also auch unsere ruhigeren Projekte ein bisschen mag und auch vielleicht Sachen guckt, wie die Escape Rooms, die ich mit Conan und sowas oft mache, der wird das natürlich mögen. Wenn ihr mehr auf Chaos, Faxen und so weiter steht, dann ist das vielleicht nichts für euch. Nichtsdestotrotz würde ich mich aber freuen, wenn ihr das Projekt supporten könnt, denn wenn die beiden Folgen ebenfalls weiterhin gut ankommen, dann wird es natürlich mehr Folgen Mordhau geben und dann schaue ich, dass beim nächsten Mal das Squad wieder komplett verfügbar ist. Es liegt also an euch, supportet das Ganze und jetzt genießt eine kleine chillige Session von Mordhau. Herzlich willkommen Leute zu einer neuen Runde Mordhau, heute mit Kunran. Guten Tag. Oh, Leute. Ein Reiter. Ja, den wollte ich angreifen, hatte ich ein Standbild, aber sah gut aus, ein gutes Foto. Ja, er ist die allererste Runde, deswegen ganz kurz die Lags, weil die Spieler sozusagen gerade alle geladen werden. Das habe ich im ersten hey, Part. Nee, das ist gar nicht so riesig, der sah nur richtig aus. Vehikelschaden? Das ist immer noch. Was war? Ein Katapult wahrscheinlich. Vielleicht müssen wir mal die Team-Dinger anmachen. Nein, Conan, das darfst du nicht. Darf ich nicht? Nee, dann ist das Spiel nicht so witzig. Finde ich. Ich finde, das gehört irgendwie dazu. Alter! Oh! Leute, holy shit. Da hat einer gerade echt Glück gehabt. Dem hätte ich ihn dann nämlich weggeschnetzelt. Die Map mag ich halt wirklich aufgrund der Katapulte gar nicht. Also. Ja. Ich finde die Katapult, also ich mag, okay, Bogenschützen, alles easy, aber die Katapult in dem Spielmodus, also in dem Spiel finde ich schrecklich. Gehört dazu irgendwo, vielleicht. Ja, ich weiß nicht. Die Katapulte sind ja jetzt nicht so, dass man, also dass sie Sinn machen würden, sondern sie schießen ja auch einfach in Freunde rein. So, würdest du halt in echt nie machen. Naja, aber da muss man aber immer noch mit dem Beigeschmack leider, es würde keiner mitkriegen, ne? Wenn einer von einem Katapult getroffen wird, dann kriegt das halt keiner wenn mit. Wenn das mal einen treffen würde, aber du würdest zum Beispiel nie, wenn du irgendwie so eine Truppe gegen die andere, würdest du dann nie mit dem Katapult reinhauen. Ja, aber das hat auch einer, oder haben Leute in die Kommentare geschrieben, das würde ja auch nicht passieren. Also das macht, in echt hat man das ja nicht gemacht. Das sind ja Belagerungswaffen. Ja, du kannst ja hier theoretisch in unser Fort auch schießen. Die haben die ja nur nicht weit genug geschoben. Die schießen ja auf die Infanterie und nicht auf die Burg. Ja, das macht halt einfach keinen Sinn. Also das meine ich. Dieses in die Truppen hier reinschießen ist der Quatsch. So, solange wir die Mitte halten, ist eigentlich ja egal, was vorne passiert. Klingt ein bisschen blöd, aber ist halt Fakt. Ja, ach, du hast die Bärenfalle doch gesehen. Ja. Machst du das mit Absicht rein? Nein, er hat sie jetzt nicht gesehen haben. Hilfe. Oh! Ich bin mir echt hinterhergerannt, hätte ich nicht gedacht. Jetzt tappen sie den Punkt, ich muss außerhalb spawnen. Ja, ich auch, shit. Hinter dir. Haben sie. Okay, den haben wir. Okay. Ja, jetzt kommen halt die Bogenschützen wieder. Es sind nicht so viele drauf. So. Da habe ich 2 geköpft, die außen rumlaufen wollten.
Das Katapult geholt. Oh! Oh, da sind aber gerade viele von uns vorne. Und gerade. Steht einer, ist wieder außen rumgelaufen, aber wir tappen gerade. Den hätte man mir geben können, den Treffer. Okay. Okay, okay, wir haben den Punkt, wir haben den Punkt. Na. Wirklich ein bisschen vorpushen, ich weiß es nicht. Aua. Ja, jetzt pushen wir ja wirklich. Jetzt sind ja auch alle hier. Ja. Vorbeischießen. Okay, da wollte ich ein bisschen rumtänzeln. Oh, fuck, die Katapulte schlagen wieder ein. Wir haben den nächsten Punkt eingenommen. Jetzt ein bisschen Hackmack machen. Ja. Haben wir nochmal ein. Ah, jetzt läuft gerade. Schwacher Start, aber jetzt kommen wir wieder ein bisschen rein. Heute mal ein bisschen eine ruhigere Runde. Ist aber auch mal ganz schön. So lernt man auch ein bisschen mehr, als wenn man nur Faxen macht. Hier mit dem ist das ein, was für ein König. Ah, hat's beide Male zu früh geblockt. Ah, die ist aber langsam. So, ansonsten wird's mal Zeit, dass wir demnächst, ja, wirklich demnächst mal vielleicht eine andere Waffe spielen. Oder ein anderes Loadout. Wann soll Chivalry eigentlich rauskommen? Das wird doch erst nächstes Jahr sein. Ja, das wird mit Sicherheit noch dauern, aber. Da konnte ich nicht blocken. Du kannst, glaube ich, nicht alle Angriffe morphen. Ich glaube, canceln ist besser als morphen. Ja, gut, wenn du weißt, welche du morphen kannst und welche nicht, dann. Die haben den Punkt hinter uns eingenommen. Ja, aber das ist ja okay. Das hat ja schon Ressourcen gefressen. Dann haben wir hier. Zwei Leute, die an uns vorbeilaufen lassen, stumpf. Ah, einen habe ich beim Reiten geköpft. Gut. Wir liegen ein paar Pfeile. Ah, ein Teamkill auch. Ja, beim Reiten hast du halt Schwung, ne? Tut mir auch leid. Hibu, ja. Da wirklich keine Absicht. Oh, die Katapulte fliegen viel zu weit. Das war ein Gegner. Und der nächste Reiter. Ich bin mit dem Pferd noch nicht so geübt, es tut mir leid. Ja, ja. Ah, da hab ich dich gerade vorbei rein sind. Aua. Ja, ich bin hier auf den Kopf gesprungen. Achso, okay. Irgendwann die Pfeile. Mann! Mein Schwert ist hier der längste, glaube ich. Ja, ja. Jetzt aber, jawohl. Alter, wie viel Schaden muss ich ihm denn noch machen, ey? Ein Pferd hat einen Pfeil abbekommen. Oh Gott! Irgendwas schießt hier auf mich. Nein. Oh, mein Pferd ist down und damit ich auf. Oh shit. Er hat hier auf mich geschossen die ganze Zeit. Oben der Bogenschütze? Ist da ein Bogenschütze drin? Nee. Was ist denn da drin? Lebst du noch, oder? Oh, eine in die Bärenfalle gelockt. Oh, shit. Ah. Ein paar Plays waren da. Ein paar Plays waren da. Au! Da war einer mit dem Speer hinter mir.
Forward mit V, ne? Ja. Oh, oh. Okay. Gut. Die Brand liegt gut, macht aber auch Team Attack. Ach nee, ey. Der eine hat so eine langsame Waffe gefühlt. Ich block zu früh, viel zu früh immer. Ah, oh, da wollte ich einen richtig schönen Backstab machen. Leute, haut euch nicht gegenseitig. Oh, nee, ich wollte eigentlich nur V drücken. Ach, zu früh geblockt, ist übrigens einer auf dem Spot. Ja, hier wurde einer weggerotzt. Oh, oh, ich krieg... Wie weit hinten man halt spawnt, obwohl man den Vorderpunkt auch noch hat, ey. Soll den Spot haben wir wieder? Ja, ich bin leider schon gespawnt. Den haben wir uns gegönnt. Oh nein, eine Pike. Was ist mir die Range zu hoch? Durch die Holzbarrikade durch quasi. Oh. Okay, okay. Ach nein! In dem Moment trifft mich einer mit dem Bogen. Da haben wir uns eingeholt. Jetzt ist das Ding gleich durch. Obwohl sie verteidigen hat nochmal. Shit, das war wieder. Oh! Und einen schönen Bogen der war abbekommen. 100 Schaden. Ja. Ah, nee. Nur solide, nur solide. Alter, ich will auch Kill 'em all rufen. Oh shit. Erstmal mal mit dem Rücken schießen. Wo hier überall Katapulte geflogen kommen, ey. Ach Mann, ey, vor mir war einer, der mich geblockt hat, und hinter mir war einer, der mich geblockt hat. Von meinen Leuten. Oh, shit. Oh, und schon wieder ein Bogen. Derselbe. Wo steht der? Der steht drinnen, glaube ich. Du bist hier so blöd. Ach Mann! Nicht vor das Loch da springen. Dann springt von oben raus. Oh. Ja, das ist das Loch da. Da liegt erstmal meine Brandbombe. Ah. Oh, ich habe keine Fall. War hier nicht irgendwo ein... Das war guter Schaden. Okay, ich komme zu dir. Nochmal einem hier so eine Backpfeife gedrückt. Schade, oh, das hätte gut enden können. Oh, ja. Aber vielleicht ist das der entscheidende Meter gewesen zum Pushen. Und. Oh nee, das könnte ganz knapp werden, weil die nehmen unseren anderen Punkt ein. Schick, ja, lol. Guck mal, bei wie viel. Ja. Also sie noch am Leben. Bei wirklich 1%. Ja. Wenn's überhaupt einer ist, ey. Halber Prozent. Ach, krass. Das ist wirklich ein Pixel. Ein Grafikfehler, der da oben rausguckt. Das endet dann wahrscheinlich direkt danach. Ja. Wahrscheinlich. Wir nehmen auch schon wieder ein. Ach, ärgerlich, wenn die Leute mit ihrem Piekser kommen. Gegner oder? Ja, Gegner, die nehmen diese Kurzschwert und spieksen halt die ganze Zeit. Und jetzt muss einer sich noch da vorne hinstellen. Ja, muss halt einer da sein. Oh, da ist ein Klapphut hinter mir eingeschlagen. Aufpassen, dass hier nicht wieder einer außen rum geht und das Ding einnimmt.
Hat da 50 Schaden gemacht, das ist okay. Oh! Der 360 Parry! Was geht hier ab? Was ist hier los? Das ist ja unglaublich, was hier gerade passiert. Boah, war das krass. Oh Gott. Da wurde ich von hinten und vorne komplett zerschmettert. Das war crazy. Letzten Meter. Erstmal gegen die Wand gelaufen. Da kommen wir raus. Oh, hier. Oh, jetzt haben wir tatsächlich mal Katapult auch hier vorne. Gut angefaked. Ja, ja, ja. Das Einhandschwert könnte es vielleicht sein. Mit dem Zweihänder fühle ich mich wirklich sehr langsam immer. Einer von uns hat 54,4. Ist das ein Kanonier? Also. Ach, du meinst einen Katapult? Zum Beispiel, ja. Kann schon sein, ja. Oder der ist einfach extrem gut. Also. Sehr schön. Das war wieder sehr gut gespielt. Oh. Oh. Mate! Hilfe! Oh. Ach so, der Wagen ist explodiert. Ah ja. Der Endwagen müsste gerade durchgegangen sein. Jetzt. Ah. War gar nicht so schlecht. 31-14, ist halt immer eine 2er-KD. Das ist nicht schlecht. Klar, ja, viele Tode dabei gewesen. Trotzdem, die eine Szene war wirklich awesome. Ich hoffe, das kleine Ründchen hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen jetzt noch einmal die neue Map. Und schaut auch gerne bei Kunden vorbei. Lasst ein Like da. Bis dann, macht's gut. Ciao.